ein Thema, was ich unheimlich wichtig finde und was ich gerne mit euch einfach mal diskutieren wollen würde, ist das Thema Rettungskarte in einem E-Fahrzeug. Herzlich willkommen bei Verkunstet unterwegs. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, ein wenig ungewohnt, wo wir gerade hier sind. Hier sind wir nämlich bei uns im Studio, weil mir ist es zu kalt und meinem Mann auch. Und wir haben gedacht, das können wir auch eigentlich ganz gut hier bei uns im Studio machen, nämlich das Thema Rettungskarte. Rettungskarte hat vielleicht schon mal jeder von euch gehört. Wenn nicht, werdet ihr spätestens nach diesem Video Bescheid wissen, was ihr damit zu tun habt. Jetzt werden natürlich einige sagen, Rettungskarte, was ist die Rettungskarte und wieso Rettungskarte? Naja, es gibt ja schon seit einiger Zeit immer wieder diese Gerüchte, dass Leute, die ein Elektrofahrzeug fahren, sich immer in richtiger Gefahr befinden, weil das Elektroauto ja immer sofort in Brand gerät und dann Holland in Not ist. Und aus diesem Grunde ist es halt besonders wichtig, in speziellen Situationen, sei es also bei Brand oder halt wenn abgeschleppt wird, das ist ja auch noch so ein Thema, ein Elektroauto muss abgeschleppt werden, oh mein Gott, das kann ja auch nicht jeder, dass halt Leute aus den Rettungseinsätzen, halt Feuerwehr oder Abschleppdienste wissen, wie sie mit dem Elektroauto umzugehen haben in der jeweiligen Situation. Und dafür gibt es halt diese Rettungskarten. Aber wichtig ist eigentlich dabei zu wissen, und das war für mich auch neu, diese Rettungskarten gibt es nicht jetzt erst seit Erfindung des Elektroautos, nein, sondern die gibt es eigentlich schon länger. Die gibt es eigentlich schon, ja, seit über 20 Jahren für alle in dem europäischen Raum, ja, gebauten Fahrzeuge, neuen Fahrzeuge, gibt es Rettungskarten. War für mich vollkommen neu. Finde ich super interessant und ja, also ist also nicht einfach etwas, was aus der Elektromobilität herausbekommt. Natürlich ist nicht nur das brennende Fahrzeug oder das Abschleppen ein Grund, warum man die Rettungskarte in seinem Wagen haben sollte. Es kann ja auch sein, dass ihr einen ganz lapidaren Unfall habt, wo ihr eingeklemmt seid und die Rettungskräfte müssen euch irgendwie rausschneiden. Auch da ist es natürlich wichtig für die Rettungskräfte, dass sie wissen müssen, an welchen, ja, Teilen, ob an der A-Säule oder wo auch immer, sie mit dem technischen Material rangehen dürfen. Sie wollen ja nicht den Wagen unabsichtlich in Brand setzen oder für einen Kurzschluss verursachen, der euch dann wiederum in Gefahr bringt. Also, man sieht schon, eine Rettungskarte hat ganz verschiedene Gründe, warum sie in einem Fahrzeug sein sollten. Natürlich auch bei einem normalen PKW, also dem normalen Verbrenner. Wichtig ist auch halt, dass man auf der Rettungskarte erkennen kann, an welchen Stellen im Fahrzeug die Airbags verbaut sind. Das ist natürlich auch sehr wichtig, wenn gerade zum Beispiel bei einem Unfall Airbags nicht ausgelöst haben. Stellt euch einfach mal vor, es gab einen Defekt und es haben nur die beim Fahrer und beim Beifahrer ausgelöst. Und es ist nicht ersichtlich, dass aber in dem Fahrzeug auch Seitenairbags drin sind. Und jetzt kommt da jemand und versucht euch zu helfen, schneidet irgendwie den Wagen auf, versucht euch da rauszuholen und es macht Puff. Und dem Helfer oder euch fliegt plötzlich der Airbag um die Ohren. Das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber das ist dann natürlich mit der Rettungskarte schon relativ gut gelöst. Denn wenn man jetzt mal hier bei mir drauf schaut, diese Rettungskarte, ich hatte es ja eben schon gesagt, ist fahrzeugspezifisch. Also ich habe jetzt hier von meinem Zoe genau die Rettungskarte, wo drauf steht, da sind die Airbags, da befindet sich der Motor, da befindet sich die Batterie, also einmal die Niedrigvoltbatterie und die Hochvoltbatterie. Da gibt es auch Hinweise zum Thema, wenn ja das Auto geborgen werden soll. Es gibt Hinweise auch zum Thema Löschung einer Batterie, was ja auch ganz wichtig ist, weil das Auto brennt ja permanent, immer wieder und überall. Nein, natürlich nicht. Also die Statistiken sagen ja da auch was anderes. Klar, ein Elektroauto kann in Brand geraten, aber das kann ein Verbrenner genauso. Und es gibt auch Verbrenner, die brennen. Da findet man halt nicht so viel in der Zeitung drüber. Macht ja auch mehr Sinn, über ein Elektroauto zu schreiben.
Was auch interessant ist, hier werden im Prinzip die Handlungsschritte beschrieben, sei es jetzt zum Abstellen, Stabilisieren und Anheben, also wo die Punkte sind, nein, anders gesagt, also welche Reihenfolgen, Arbeitsschritte nötig sind, damit ja nichts passiert und der Wagen halt auch so ja geborgen werden kann oder halt, dass eine Rettung durchgeführt werden kann, ohne weiteren Schaden hinzuzufügen. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also einmal hier abstellen, stabilisieren und anheben. Da steht auch drin, wo dann halt im Bergungsfall, also im Rettungsfall, die 400-Volt-Batterie abzustellen ist. Also wie man einmal rankommt und ja, welche Entriegelungsmechanismen in Gang gesetzt werden müssen, damit das funktioniert. Und das finde ich ist halt recht wichtig. Das beinhaltet aber auch natürlich, dass man die Rettungskarte ja so im Auto aufbewahrt, dass derjenige, der zur Rettung kommt, also Feuerwehr, Abschleppdienst, dann auch die Karte finden kann. Das heißt, die Karte hat eigentlich immer einen bestimmten Platz. Also so ist es mir jedenfalls gesagt und beigebracht worden. Die befindet sich beim Fahrer unter der Sonnenblende. Jetzt ist das natürlich bei mir im so ein bisschen witzig, weil die Sonnenblende, naja, sagen wir es mal so, wenn ich jetzt hier so diese zwei DIN A4 Blätter habe, kriege ich die Optik da nicht so wirklich schön reingefrimmelt. Also wir müssen momentan noch mit einem Gummi nachhelfen, um sie dort festzuhalten. Das ist vielleicht in einem anderen Fahrzeug etwas besser gelöst. Naja, ein bisschen hilfsmäßig, aber egal, da gehört sie hin und da hängt sie auch. Das ist halt recht wichtig, weil ihr müsst es euch ja mal so vorstellen, wenn der Notfall ist und ihr müsst erstmal suchen, wo denn die Karte ist, weil ihr und ihr wisst es nicht, kommt ja keiner weiter. Macht also Sinn, merken, Fahrersitz, Sonnenblende, dann weiß es auch jeder, dann muss niemand suchen und man hat sie halt im Notfall wirklich in 0, nichts zur Hand. Was ich auch ganz interessant und vielleicht auch für einige ganz spannend finde, wer ADAC-Mitglied ist, der kann sich beim ADAC einen Aufkleber bestellen. Den klebt man hinter die Windschutzscheibe und auf dem Aufkleber ist dann der Hinweis, dass eine Rettungskarte im Auto vorhanden ist. Muss ich ehrlich sagen, finde ich total super, weil man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen und von daher ist es doch gut, wenn dann Feuerwehr, Polizei, Abschleppdienst direkt auf einen Blick sehen, aha, es gibt eine Rettungskarte. Sie müssen sich nicht erst auf Umwegen irgendwie mühevoll selber eine Karte organisieren, um herauszufinden, wie sie mit eurem Elektroauto umzugehen haben. Dann noch vielleicht ein kleiner Tipp, ja, zum Schluss. Und zwar, wenn ihr euch die Rettungskarte ausdruckt. Das passiert ja nun mal vornehmlich auf Papier. Und Papier ist, wie wir ja alle wissen, nicht gerade wasserfreundlich. Das heißt, im Falle von Regen, im Falle von, tja, Auto brennt tatsächlich und die Feuerwehr fängt an zu löschen, naja, dann wird das Papier hier nicht wirklich lange überleben. Es ist daher sinnvoll, also der Meinung bin ich, ist auch mein Mann, die Karte vorher entweder in eine Folie einzupacken, so dass halt kein Wasser rankommt, oder aber meine Überlegung war schon, sie einzulaminieren und dann hinter die Sonnenblende zu packen, weil dann passiert wirklich nichts und ja, man hat ein bisschen länger was von der Karte. Das war's nun zum Thema Rettungskarte. Ich hoffe, euch hat das Thema interessiert. Ich finde das sowieso super spannend, weil, naja, wer mich kennt, weiß halt, dass ich sehr lange selber in der Freiwilligen Feuerwehr gewesen bin, auch mein Mann. Und dass solche Themen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht mehr aktiv im Dienst ist, super interessant für die Ehemaligen unter uns ist. Dazu werden wir auch noch ein gesondertes Video bringen. Schon mal so ein kleines Vorgeschmackel, was wir vorhaben. Mehr wird aber nicht verraten. Da sind wir noch in Gesprächen. Das wird aber auf jeden Fall interessant. Und damit spannen wir schon den Bogen mit interessant. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen drauf da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, weil ihr seht ja, es kommen immer wieder spannende Themen hier aufs Tableau. Betätigt die Glocke, damit ihr es auch nicht verpasst. Das ist ja auch ganz wichtig. Teilt gerne das Video, damit ich mehr Reichweite bekomme. Das würde mir sehr helfen. Ja, und ich wünsche euch einen wunderschönen 4. Advent und ein frohes Weihnachtsfest. Wir sehen uns definitiv noch mal, bevor wir in das neue Jahr starten. Ich wünsche euch eine besinnliche Zeit. Bis dahin, tschüss zusammen.